Hey Leute, willkommen. Heute schauen wir uns mal vorzugsweise DJI Mavic Mini Crash Videos an, denn aus Fehlern sollte man ja lernen. Und gucken wir uns mal an, was so alles passiert hier beim ersten Video. Ist offenbar irgendwie ein Vogel involviert. Das ist auch einer meiner größten Ängste, wenn ich fliege, dass dann irgendwie ein Bussard oder ein Adler oder irgendwas kommt oder ein Falke oder so. Und mir die Drohne dann weghaut und sich dann auch natürlich auch selber verletzt, ne? Weil diese Propeller sind ja sehr, sehr dünn und können messerscharf sein, wenn das sich schnell dreht. Aber wir schauen uns jetzt mal an. Let's go. Okay, da sieht man eigentlich gar nichts. Okay, da, ja. Was ist das denn für ein Vogel, Alter? Und warum? Was hat er für ein Problem? Ich verstehe das nicht. Aber der war schon zweimal sehr, sehr nah dran. Ich hätte dann direkt irgendwie nach links oder nach rechts geschwenkt und dann runter. Hätte man das gesehen. Okay, jetzt will er auch weg. Und jetzt ist aber zu spät. Ja. Ja, warum ist er immer noch über Wasser? Ich verstehe das nicht. Geh doch runter. Ja, schade. Schade, schade, schade. Sehr, sehr schade. Wirklich sehr, sehr schade. Zeigt er das jetzt mehrmals oder was? Oh Mann. Hoffentlich hat der DJI Refresh Care oder Care Refresh. Sieht nicht gut aus. Hier gibt es eine Compilation. Compilation. Okay, Batterielevel. To land you. Okay. Ja, wenn du komplett leer bist, dann. Ich würde erfahren, wenn du mir das. Ja. Also hätte es direkt dort landen müssen. Ja, du kannst ihn noch nicht mehr kontrollieren. Der geht dann einfach runter. Ist was kaputt gegangen? Was rushing to get the home point. Ja, ist halt immer so ein Problem. Oh, fuck. Fuck, man. Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Deswegen sollte man sehr, sehr gut aufpassen. Also immer Blickkontakt zur Drohne haben. Sensor, ja. Hit a tree, okay. Und dann lag die da. Na, ärgerlich. Ja, Arm ist ab. Okay, Sendemast, nie eine gute Idee. Also so ein Strommast. Es ist ja so leicht, die Drohne, aber es wundert mich immer wieder, wie krass das, wie hart das landet. Ja. Also ich vermeide komplett irgendwie über Stromkabel oder sowas zu fliegen, wenn es geht. Bin ich ehrlich gesagt bisher auch noch gar nicht. Vor allem,
der Gimbal hier, da wird so viel Dreck drin sein, selbst wenn du das wieder putzt und mit dem Ding eigentlich alles in Ordnung ist. Da wird so viel Dreck drin sein, dass das Ding knarzen wird, wenn es sich hin und her bewegt. Und Propeller ist auch abgebrochen, aber ist schon nicht weiter schlimm. Digga. Digga. Oh. Oh Damit hätte ich jetzt nicht gehört. no. Das ist ein Riesenproblem, das ich auch schon mal angesprochen hatte, wenn du dir das nicht angewöhnst, dass auch mal hinten vorne sein kann, dann verwechselst du die Richtungen und dann fliegst du statt vorne nach hinten und statt links nach rechts oder umgekehrt. Und das war hier offensichtlich auch der Fall, ne? Und das mit Full Speed. Oh, ich bin fertig. Oh mein Gott. Oh Ja, Arm ist kaputt. Arm ist kaputt. Ja, also ein schönes Moment bin. Irgendwas mit dem Propeller. Und da ist schon ganz schönes Stück weit weg, ne? Okay, keine DJI Propeller und die sind dann abgegangen. Dann hast du natürlich ein Problem. Hier Low Battery, der fliegt ja noch weiter rein, der fliegt noch weiter hier. Das ist ja die Richtung, von der er kommt, oder? Nee, der fliegt zurück, glaube ich. Ach, das ist Return to Home. Okay, ja, der fliegt zurück. Schlechte Idee, Digga. Du bist noch einen halben Kilometer entfernt. 0% vergiss es. Vergiss es. Dann lieber in die Richtung hier. Meter nach 0%, ja, aber gefährlich. Auch für die Batterie ist nicht gut. Okay, hier glaube ich würde hier sagen, hier könnte es eigentlich nur ein Vogel sein. Return to home, okay. Okay, und der hat die Zurückflieghöhe nicht eingestellt. Oder? Geht er runter und dann will er, oder? Boah, Digga, auch vom staubigen Boden starten, das finde ich so schlimm. Naja, geht überall Dreck rein. Ist ja auch unten offen. Okay, der Wind treibt die Drohne einfach komplett weg. Einfach runter mit der Höhe. Runter mit der Höhe einfach. Pulled down the Mini when returning was ongoing. Okay. Der hat runtergedrückt. Also wollte niedriger. Okay. Ich frage mich, ob die Mini dann gedacht hat, dass er dort landen soll. Okay. Höhere Gebäude. Schon mal nicht besonders gut. Wrong Home. Ja. Wrong Home Point ist auch sehr, sehr scheiße. Du kannst dann auch auswählen, ob der Punkt, wo du stehst oder wo die Drohne in dem Moment ist, der Return to Home Point sein soll. Das immer checken. Ja, die Seite hat er, Seitensensor hat er nicht. Und da hätte ich schon Blickkontakt mit der Drohne gehabt, was da passiert. Weil da waren Bäume, das hat man vorher gesehen. Und da landet sie auch. Schade, schade, schade. Immer aufpassen. Beim Fliegen, egal mit welcher Drohne.
Auch wenn man Sensoren hat, sollte man immer ein Auge. Ist zwar schwierig, mit einem Auge nach oben, mit dem einen nach unten zu blicken, aber dann eben mit zwei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen und Arrivederci.